Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier. Ja, hier auf der Marsch. Ja, ich würde mir gleich mal Wasser geben. Wenn das geht. Jetzt geht es. Weil der Autofahrer, wenn der belädt, blockiert den Trigger und dann geht's nicht. Und wenn er weitergefahren ist, dann geht's. Ja, wird gerade der Mist zu BGH gefahren. Bracht ja ein bisschen Geld ein. Wir dringend brauchen. Und dann schauen wir nachher gleich, dass wir das Restfutter abgeben und dann gleich Stroh geben. Mit dem Stroh kriegen wir auch den Mist und das muss sein. Dann haben wir nicht allzu viel und im Sommer brauchen wir nicht so viel, da haben sie auch viel Gras und so. Ne? Das ist ja vom tiefsten so eingestellt. Wo die Kühe eigentlich Natur aus lieber Gras fressen als Station, ne? Vielleicht gibt es auch bei den Tieren unterschiedliche Geschmäcker. Ich persönlich würde das frische alle immer vorziehen. So, und auf den Kühen geht die auch so gehen. So, Stroh wollte ich bringen. Soweit ich weiß, habe ich hier im Lager auch Stroh drin. Dann nehmen wir zuerst raus. Wenn was drin ist. Wenn nicht, haben wir nur Strohlager da hinten. Ja, ein Stückchen weiterfahren also schon. Also Mischrationen haben sogar Reserve. Silage haben auch viel. Oh. Stroh. Silage haben auch viel. Naja. Lieber haben was nicht haben, ne? Wenn man mal knapp wird. Können wir sicherlich einiges mit BGH verwerten. Was BGH das nicht so gut bringt. Weil die ja schlecht zahlen, ne? Dann gibt es das Zeug den Kühen, ne? So. Ja, jetzt machen wir auch 5 weitere Geschwindigkeit. Können wir über Nacht. Mit der bald Hopfenreife, denke ich mal, ne? Vielleicht auch bald hier, dass wir alle da vom nächsten Lager leeren. Ach, hier ist schon gut leer gefahren. Dann können wir dann entsprechend hier na, getroffen werden. Glückssache. Stroh ab. Kriegen die Stroh? Die Kühe schlafen. Was alles? Gucken. Jo. Ja, alles voll. Dann fahren wir gleich ins zweiten Stall. Und geben da auch mal Stroh, ne? Machen wir die Innensicht ein bisschen besser zu sehen. Ein bisschen so nach links. Hier sind ja meine Kälber. Viel mehr. Ja, Kälber sind auf jeden Fall. Aber halt, ne, große Kälber. Ne? Alles querbeet, gemischt. Und zwar männlich und weiblich. Das ist der hier, wo die Milch gibt, das sind die Milchkühe. Da 8 Kälber wieder gekriegt. Mal Überblick. Und hier haben wir 282 und das sind alles Jungtiere bis schon recht gute durchwachsene Tiere. Ne? Also die 488, das ist eigentlich sagen wir so schlachtreif, neugeboren. Naja, lass den mal noch ein bisschen stehen. Paar Wochen und dann zum Frühling näher, da war einer mit 500 oder so. Also die Bullen werden ein bisschen größer, ne? Also werden ein bisschen auch mehr Masse. Hängt auch von der Rasse ab. Also bei uns früher haben sie ein LPG den Tieren Prinzip Kühe mit den Tieren besamt, die eigentlich Mastbullen sind und dadurch bekamen die Kühe im Schnitt auch Tiere mit Veranlagung von einem Mast, von einem Masttier mit entsprechend größere Körpermasse. Natürlich ist das auch reiner Zufall, weil es kann auch sein, dass es normale sind, Anführungszeichen, aber halt nicht perfekt sind für die Zucht, sondern nur
fürs Fleisch gedacht sind. Ne? Also auch Kühe wurden dann geschlachtet, weil im Grunde für die Mehlproduktion die Kühe genommen wurden, die extra dafür gezüchtet wurden und somit auch Höchstleistungen liefern konnten, ne, an Milch. Und sie laufen lustig in den Spiegel und es gibt nur so Nebel, wo draußen kein Nebel ist. Und das ist dann halt so, ne? Denn die Kühe müssen ja Kälber bekommen und... Oh, da habe ich gar nicht gesehen, dass er da ist. So, ich gebe mal gleich mal den hier Stroh. Ja, noch ein Lager mit Stroh. Also, ich glaube, nächstes Jahr brauchen wir keinen Stroh machen. Ob ihr Schweine habt für die Schlachtung, und gleich mal gucken. So, gar nicht. Steigen. Yes. So, Schweinestall. Der 240er ist ja eigentlich unsere Schlacht. Oh, 110 Kilo. Das wird Zeit. Also die 110er müssen auf jeden Fall weg. Das sind recht viele davon. Also, und hier sind unsere Muttertiere und die Frischlinge halt, ne? Die Ferkel, ne? Das sind nicht mehr so viele, aber das kommt auch noch. Die müssen auch noch geputzt werden und ja, die sind fertig. Eure Silage ist so wichtig, hauptsächlich ihre Migration und ihr Gras, ne? Gras ist ja draußen gewachsen, wie so viel haben wir hier auch nicht, und eine mehr irgendwie, keine Ahnung. Und Wasser haben sie jetzt, ist bei. Feinestahl. Auch gleich Wasser. Mach mal Licht hier. Die heutigen Produktionen machen viel mehr automatisch. So. Wasser ist im Sommer ganz wichtig. Auch wenn es später Sommer ist. Denn Stickstoff schlecht, ja, das ist klar. Da brauchen wir. Wir haben auch noch ein bisschen Mist, aber nicht so viel. Schweine geben weniger Mist. Also. Gut. Schweine haben Wasser. Kühe haben Wasser. Der Tier habe ich erstmal noch nicht. Gleich mal putzen. Ist das drin? Nö. Irgendwo hat man so gesehen im Besen. Und da geht automatisch dann in den zurück, ne? Aber wir machen das so. Hartnadel. Bitte rein. Ups. Gleich zum nächsten Bereich. Sauberkeit ist wichtig, und wenn ich hier krank. Das wäre auf Dauer schlecht, ne? Das ist ja Schweinefutter, und dann werden wir gleich mal wieder geben, ne? Also Hüpfer wollen wir nicht geben. So. Und weg. Hier steht auch ein Hänger umher. 100%ig mal dafür hingestellt, dass ich hier die Tiere besorgen kann. Hier müsste ich mir mal gucken, ob ich noch ein kleines Lager bekomme, oder für extra für Schweine. Ist ja auch Quatsch, ne? So. Nächste Mal Stroh geben für die anderen Tiere. Und dann kriegen sie gleich mal eine Ladung Futter vom Hauptlager, ne? So. Nochmal. Müsste eigentlich jetzt voll sein normalerweise, ja, voll. So, erinnern sich. Hier ist auch unser Lager voll, also wir haben mehr als genug Stroh. Müssen wir mal bei Gelegenheit Stroh zu Pellets rückfahren. Aber wie gesagt, durch diesen DLC hat es ein bisschen Planung durcheinander geworfen, weil viel gedüngt werden musste. Ich glaube, der fährt so ganz gut hier in die Gärreste weg. Das klappt sogar. Und gucken wir gleich rein, wie es aussieht auf Feld 2. Der fährt ganz gut.
Das hat TCC. Mal gucken hier rein. Und pH. Stickstoff. Der ist zuständig für Stickstoff. Hier habe ich noch die alte Methode gehabt mit Messen. Das war ja richtig mühsam. Schauen wir mal, wie wieder fährt. Ne? So, Stroh haben wir jetzt. Ja, kippen wir gleich hier im Lager rein oder vorne im Lager. Ist mir wohl egal. Können wir auch drin lassen. Der Fuhr über Gram. Ah, da macht er weiter. Okay, habe ich gelesen oben. Dünger, Mist. Der ist noch nicht voll, ne? Da muss ich mal gucken. Da stimmt was nicht. Oh, Kram. Immer sehen. Ja. Ich werde kurz die letzte Zeit noch schlafen hier. Tiere sind versorgt. Von daher. Dunkel ist das blöd. Lass den anderen mal machen. Den mal ganz kurz entlassen. Und den gehen wir rein. Was genau hat er jetzt vor? Feldabfahrt. Weiß nicht genau, welche BGH das ist. Ob das die BGH hier vorne ist, bei der 3, oder die BGH drüben, wo jetzt Feld Nummer 36 ist. So, da fährt er jetzt in einen Kreis, das ist blöd geraten, ne? Das ist richtig. Muss da ein zu Bieger Nord fahren, oder ist er leer? Halt mal so ein. Das muss der Bieger Nord fahren. Traktor ist kaputt. Reparieren wir gleich mal. Das ist ja Wahnsinn. Garage. Ich habe viele Fahrzeuge, muss ich sagen. Sehr viele. Traktor muss an die vorne sein. Fährten ist das nicht. Deutz. Reparieren. Zurück. Gut, repariert. Das ist ja besser, wenn er repariert ist, ne? Ja, nun ist ja ein neues Jahr, ne? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Also, nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die mir das Jahr schon weitergebracht haben. Kein Wachstum hingelegt, angefangen mit 37 im Januar. Und wenn die Zahl so bleibt, Kopf auf Holz. Zahl 56. Das ist ganz vorsichtig. Also gut 20 im Jahr dazu gewonnen. Ich weiß, viele sind auch wieder abgesprungen. Ist okay. Ist halt so, ne? Abspringen an sich bringt ja dann herzlich wenig. Also ist für mich persönlich ist das, naja, wenn keiner reinschreibt, was los ist, ne? Dann blöd, ne? Also einer schreibt, du, ich habe keine Zeit. Oder in allermeisten Fällen, naja, ist ja immer so, ist ja auch so, Zeit ist auch begrenzt, ne? Also vom Zuschauen, ja, schön interessant. Ich denke mal, viel mit die Zeit fehlt. Und alles andere könnte man ja reinschreiben, ne? Aber gut, das ist okay. Und da darf man sich sowieso keine Gedanken machen, weil man, da kann man nur spekulieren und das Spekulieren bringt da nichts, ne? Er zuckt ganz schön.
Mal schauen, ob er das annimmt. Und warum er das eigentlich nicht so macht. Tanken müssten eigentlich auch. Aber das macht ja eigentlich automatisch. Wenn er bei der BGH mal steht, müssen wir Allrad zuschalten. Also 7-8. Können wir auch gleich machen. Ne, das ist blöd. Dann macht er Aufzeichnung und das ist dann ja, nicht gut. Fürs Feld wäre Allrad gut. Da könnte ja sein, dass die Ball im Wege stehen und das muss ich mal schauen. Blocking Mist. Ja gut, da hat die BGH wieder zu wenig verarbeitet. Schafft er 5 Geschwindigkeit nicht. Also liefert zu schnell. Oder Anhänger ist zu groß, das kann auch sein. Da muss man einen kleinen Anhänger nehmen. Dann könnte er immer konstant fahren. Ne? Dann müsste nicht eingreifen, weil er wird ja er lädt ja nicht ab. Den Rest. Das ist nur erledigt. So, mal schauen. Bin mehr Licht? Haben wir nicht. Wir können ja nicht gucken. Jetzt kommt ein bisschen Leben. Da steht noch ein Ballen. Oh, die stören uns gar nicht mal. Ist doch mein Kurs da ganz gut hingekommen, ne? Also. Wir sind 480.000 drinne. So. Er hat nicht beladen. Warum nicht? Lass mal ganz kurz lassen. Wieso hat er nicht beladen? Da steht Gärreste. Ja. Da steht auch Gärreste. Alle gut Gärreste. Gärreste. Frage, warum? Dann können wir gleich mal hier aktivieren. Dann fährt er jetzt los. Ja gut, weil er auch im Prinzip das hätte ich doch nicht machen sollen, weil er groß geladen war für Wir laden mal auf. Probieren wir mal von vorne. Und hier kurz mal schauen. Beladen wäre es. Normalerweise müsste er beladen. Ne? So. Gucken wir kurz rein im Menü hier, da was steht. Weiß ich nicht genau, ob er da nehmen könnte. Kurz. Lang. 5 Meter. Nein, passt. Ja, das heißt für mich. Wir fahren mal zurück, ne? Oder wir machen das. Also ich muss normalerweise laden. Also kurz gespeichert. Nö. Also fahren wir jetzt hin zum Feld und machen nochmal neu. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Wie das so ist. Man verplappert sich da ein bisschen, ne? So, Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ist auch noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Marsch. Ich werde euch aber erst abholen, wenn es hell ist. Dann starten wir voll durch. Tschüss. Also, Pause auszumachen will ich auch.